Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht ja für einige Leute jetzt in die Urlaubsplanung für 2024 und wenn du Mountainbike-Anfänger bist, dann möchte ich dir ein Reiseziel dieses Jahr auf jeden Fall ans Herz legen. Wir sprechen über das, meiner Meinung nach, was ich bisher gesehen habe, das beste Reiseziel für Mountainbike-Anfänger, um so das erste Mal ein bisschen Luft in den Bergen zu schnuppern und ein bisschen andere Trails zu fahren als hier in Deutschland. Viel Spaß bei dem Video. Bevor wir so in die Facts allgemein starten, möchte ich euch erst etwas sagen über das Reiseziel an sich. Und zwar Saalbach Hinterglemm in Österreich. Warum ist Saalbach so meiner Meinung nach ein gutes Reiseziel für Mountainbike-Anfänger? Ganz einfach, es bietet eigentlich alles, was man für einen entspannten Urlaub braucht, auch abseits vom Mountainbiken. Die Infrastruktur ist super, es gibt nette Restaurants, es gibt nette Lokale, es gibt einen Learn-to-Ride-Park, es gibt jede Menge Lifte, jede Menge Strecken, für jeden ist da etwas dabei. Und von der Landschaft her, ganz oben zum Beispiel vom Hackelberg Trail aus, landschaftlich auch einfach ein echter Genuss und es lohnt sich auf jeden Fall dort vorbeizuschauen. Jetzt kommen wir dazu, worauf ihr alle gewartet habt und warum ihr auch wahrscheinlich dieses Video schaut, und zwar die Trails. Ich habe euch drei verschiedene Trails rausgesucht, die meiner Meinung nach für Anfänger super geeignet sind. Und der allererste Trail ist der berühmte Panorama Trail. Der startet unten am Lift, wo auch der Learn to Ride Park ist. Also der Learn to Ride Park ist so ein kleiner Park, wo verschiedene Strecken so ein bisschen nachempfunden sind der großen Strecken. Es gibt auch ein einzelnes Video auf diesem Kanal, kannst du dir gerne anschauen. Da kann man einfach sich ein bisschen warm fahren und die Basics nochmal so wiederholen, bevor es dann auf den Trail geht. Wenn man dann auf den Panorama Trail hochstarten möchte, nimmt man den Lift, fährt nach ganz oben und dort startet dann der Panorama Trail. Auf dem Panorama Trail hat man wirklich alles dabei, von schön gebauten Anliegern, die ersten Sprünge. Es ist nicht zu schnell und zu steil, weil wenn ihr aus Deutschland kommt, habt ihr wahrscheinlich nicht so viele Höhenmeter zur Verfügung wie die Österreicher. Und die Österreicher haben einfach, ja, wie soll ich sagen, die haben einfach viel, viel mehr Höhenmeter zur Verfügung, weswegen die Strecken auch viel steiler werden als unsere Strecken. Und das geht auf dem Panorama Trail aber auf jeden Fall noch klar. Außerdem können auf dem Trail auch Fortgeschrittene und Anfänger gleichermaßen Spaß haben, weil der Trail eigentlich alles bietet, was man so haben möchte. Wir nutzen den Trail eigentlich immer zum Warmfahren und es ist so der erste Trail, den wir fahren, wenn wir nach Österreich in Saalbach unterwegs sind und dort ankommen, fahren wir immer zum Warmmachen den Panorama Trail. Trail Nummer 2 ist für die, die so ein bisschen mehr suchen, ein bisschen steilere Sachen schon, auch das ein oder andere Steinfeld und auch mal so ein paar abwechslungsreiche Features haben wollen. Und zwar ist das die Blue Line. Da fährt man dann vom Ort Saalbach nach Hinterglemm rüber und dort startet dann ein Lift nach oben, wo die Blue Line und die Pro Line ist. Die Pro Line ist eine rote, rot-schwarze Line, wenn ich mich richtig erinnere, die schon ein bisschen knackiger ist, aber die Blue Line bietet auch schon sehr, sehr viel. Sehr abwechslungsreich, es gibt einen super langen Wallride, schon ein bisschen steilere Passagen, auch Sprünge und halt auch so ein paar ruppige Passagen mit Steinfeldern, wo man sich schon dran gewöhnen kann für den Trail, den ich euch als nächstes vorstellen möchte. Oh.
mal raus. Trail Nummer 3 und einer meiner absoluten Lieblingstrails in Saalbach, der Hackelberg Trail. Der Hackelberg Trail ist zwar ein roter Trail, allerdings nicht so schwer, dass ihn ein Anfänger auf keinen Fall meistern könnte. Auch ich war in meinem Anfänger-Dasein, in meinen ersten Jahren Mountainbike-Fahren auf dem Hackelberg Trail unterwegs und wir waren auch mit einigen anderen Anfängern dort, die auch den Hackelberg Trail gemeistert haben. Und deswegen, alleine von der Aussicht, die Abfahrt, wenn man nur ein, zwei Abfahrten am Tag machen möchte, ist der Hackelberg Trail die Nummer 1, weil bis man ins Tal runterkommt, vergeht einfach wirklich ein bisschen Zeit und ihr habt eine super schöne Abfahrt. Nicht so viele Jumps und so weiter. Die Jumps, die da sind und die Stepdowns, die da sind, kann man auch alle umfahren. Das heißt, für Anfänger auf jeden Fall auch machbar. Und wenn man auf der Blue Line ein bisschen Erfahrung gesammelt hat mit Steinen und so weiter und wenn es ruppiger wird, dann ist auf jeden Fall der Hackelberg Trail einen Versuch wert. Bevor ihr euch aber jetzt auf die Trails in Saalbach stürzt, den nächsten Urlaub da bucht, das Hotel fix macht oder den Campingplatz, möchte ich euch noch als Mountainbike-Anfänger ein paar Tipps einfach mitgeben, die ich persönlich als wichtig erachte und wo ich auch den ein oder anderen Fehler ganz am Anfang gemacht habe. Tipp Nummer 1. Stellt auf jeden Fall vor dem Urlaub sicher, dass eure Ausrüstung intakt ist, dass ihr alles dabei habt. Dass euer Bike funktioniert, dass eure Protektoren noch gut sitzen und vielleicht müsstet ihr aber auch mal neue kaufen. Bei mir ist es zum Beispiel jetzt soweit, ich brauche neuen Stuff, weil die einfach nicht mehr feste sitzen am Ellbogen. Und achtet einfach darauf, dass eure Ausrüstung funktioniert, das Bike, sowohl auch euer Equipment für den Körper, dass ihr einfach einen entspannten Urlaub habt. Tipp Nummer 2. Wag dich wirklich erst dahin, wenn du so die Grundlagen auf jeden Fall beherrschst. Es ist nun mal so, wenn man da auf so einer Strecke unterwegs ist, die Abfahrten sind länger, es kostet auch ein bisschen Kraft, das heißt, man muss schon so eine gewisse Grundkondition mitbringen und auch die Fahrtechnik sollte schon ein bisschen fortgeschritten sein, weil die blauen Trails in Österreich sind nicht vergleichbar mit den blauen Strecken hier in Deutschland, zumindest bei den Parks, die ich so kenne hier in der Umgebung. Das heißt, sei dir auf jeden Fall sicher, dass du zumindest die Basics gut beherrschst und damit kommt man dann schon gut klar. Ich erinnere mich gut an meinen allerersten Österreich-Urlaub in Leogang und Thomas meinte nur zu mir, hey Daniel, Leogang ist schon eine krasse Nummer, aber du kannst ja die Basics, irgendwie kommst du damit auf jeden Fall runter und so war es dann auch. Tipp Nummer 3, leg auf jeden Fall Pausen ein. Wir haben im letzten Urlaub den Fehler gemacht, sind echt viel durchgeballert und wenn man das macht, dann ist man einfach sehr, sehr schnell platt. Das Verletzungsrisiko erhöht sich und dann einen Urlaub zu beenden, weil man sich so gemault hat, dass man einfach nicht mehr weiterfahren kann, ist einfach eine unschöne Sache. Das heißt, denkt auf jeden Fall dran, genügend Pausen einzuplanen. Es ist ja auch ein Urlaub, ihr müsst da keine krassen Challenges bezwingen, auch wenn Saalbach die auf jeden Fall zu bieten hat. Aber macht entspannt, nehmt euch Zeit, macht genug Pausen und genießt die Zeit dort. Nummer 4, und zwar die Gemeinschaft. Fahr auf jeden Fall mit den richtigen Leuten dahin, denn mit den richtigen Leuten unterwegs zu sein, ist so mit das Allerwichtigste. Außerdem, wenn du schon ein paar Fortgeschrittene mit an der Hand hast, die dir so ein bisschen sagen können, wo was ungefähr abgeht, dass du ein bisschen besser vorbereitet bist, was auf dich zukommt, ist das auf jeden Fall eine schöne Sache. Es ist auch abenteuerreich, sich alles alleine zu erarbeiten, aber mit einer coolen Truppe zusammen macht das Ganze direkt doppelt so viel Spaß. Und das war's auch schon. Es gibt natürlich noch viele andere Spots, die schön sind als Anfänger, aber meiner Meinung nach ist Saalbach
bringt so ein schönes Rundum-Paket für jeden mit, sodass auf jeden Fall jeder seinen Spaß dort hat. Und ich liebe Saalbach einfach, deswegen ist Saalbach da bei mir auf Platz Nummer 1. Was aber zum Beispiel auch ganz gut funktioniert, ist Sölden. Wenn du Bock hast, dass ich für Sölden mal so eine Art Video mache, schreib das gerne in die Kommentare. In Sölden waren wir nämlich auch schon unterwegs. Und ich kann natürlich nur Spots bewerten, wo ich selber schon gewesen bin. Kann sein, dass es darauf draußen viel bessere gibt. Aber ich verspreche dir, du bist bestimmt nicht enttäuscht, wenn du als Anfänger mal in Saalbach Urlaub gemacht hast. In diesem Sinne, Leute, lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.